Also hier ist die Wahrheit, wenn du bedürftig bist, dann kannst du deinen Erfolg bei wirklich Hammerfrauen, bei den wirklich heißen Frauen, die du wirklich willst, komplett vergessen. Dieses Video ist das erste von zwei Videos, das zweite kommt am Donnerstag. Wir reden in diesem Video über Bedürftigkeit und zuerst erkläre ich dir oder wir klären zusammen, was ist Bedürftigkeit, dann erkläre ich dir, warum es so katastrophale Folgen auf deinen Erfolg mit Frauen hat und dann verrate ich dir, was du tun kannst gegen Bedürftigkeit, um selbst nicht mehr bedürftig im Umgang mit Frauen zu sein. Klären wir zuerst mal, was Bedürftigkeit denn überhaupt ist. Also Bedürftigkeit, und da habe ich eine ganz einfache Definition für dich, heißt, klären wir erstmal, was Bedürftigkeit überhaupt ist. Im Englischen kennt man das unter dem Begriff Neediness und das ist kein, wahrscheinlich dir kein unbekannter Begriff, das ist ein relativ klassischer Begriff in der Dating-Community. Klären wir erstmal, was das ist. Folgende Definition finde ich sehr gut und sehr treffend. Bedürftig bist du immer dann, wenn du deine eigene Meinung von dir hinten anstellst und die Meinung von anderen Leuten von dir wichtiger nimmst. Das heißt, wenn dir die Meinung zum Beispiel der Frau über dich wichtiger ist als die eigene Meinung, deine eigene Meinung über dich, dann bist du bedürftig. Wenn die Frau das merkt, dann wirkst du bedürftig auf sie. Das kann man natürlich auch auf den Umgang mit Menschen allgemein erweitern, weil das geht natürlich nicht nur um Frauen, auch wenn du deine eigene Meinung oder deine eigene Wahrheit anderen Leuten hinten anstellst, egal in welchem Kontext, sei es beruflich mit Frauen, in der Familie, mit Freunden, wirkst du immer bedürftig. Das heißt, es ist nicht nur ein Frauenthema. Wenn du bedürftig bist mit Frauen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch in anderen Bereichen bedürftig bist. Und wenn du diese Bedürftigkeit auflöst, und da kommen wir halt später zu, dann kann es halt eben Auswirkungen auf dein komplettes Leben haben. Dann kann es sein, dass sich all deine Lebensbereiche wie auf Fingerschnips verbessern und verändern. Also nochmal die Definition, bedürftig bist du immer dann, wenn du deine eigene Meinung von dir, deine eigene Wahrheit hinten anstellst und dafür die Meinung der Frau oder anderen Personen von dir wichtiger nimmst. Wenn dir die Meinung anderer Leute über dich wichtiger ist als deine eigene, dann bist du bedürftig, dann wirkst du bedürftig, wirkst du needy. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, bevor ich das gleich noch genauer erkläre, warum das so eine schlimme Sache ist. Warum ist es jetzt so schlimm, needy zu sein? Also, needy zu sein, bedürftig zu sein, das kommuniziert eben einige Dinge, die sehr unattraktiv sind. Wenn du bedürftig bist, das heißt, wenn deine eigene Meinung von dir dir nicht so wichtig ist und die Meinung anderer Leute von dir ist dir wichtiger, dann bist du ein sogenannter Follower, ein Schaf. Also jemand, der sich, du kennst dieses Schaf-Löwen-Beispiel, jemand, der sich immer anpasst. Denn wenn du immer möchtest, dass andere Leute eine gute Meinung von dir haben, dann musst du dich halt immer anpassen. Ist ja ganz klar, weil jeder Mensch ist anders und jedem Menschen gefällt irgendwas anderes gut. Ja, du wirst einem, angenommen einem Menschen, der extrem linkspolitisch eingestellt ist, wenn du ihm als rechtspolitisch eingestellter Mensch begegnest, dann werdet ihr euch nicht verstehen. Das heißt, wenn du bedürftig bist, dann wirst du dich wahrscheinlich anpassen und wirst seine Meinung annehmen oder wirst deine eigene Meinung, wenn du überhaupt eine hast, abgeben, damit da einfach Frieden herrscht und damit er dich mag, damit er dich toll findet, weil du abhängig bist davon, dass die Person dich mag, weil du ein gutes Ergebnis mit der Person erzielen möchtest, weil dir das wichtiger ist als deine eigene Meinung von dir selbst. Ja, das sind dann zum Beispiel Männer, die auf Frauen zugehen und die Frauen anlügen in Bezug auf zum Beispiel Alter oder andere Fakten über sich selber, weil sie sich erhoffen, dass damit die Frau beeinflusst werden kann, dass sie damit die Frau positiv beeinflussen. Das heißt, die Meinung der Frau über sie ist ihnen wichtiger als ihre eigene Meinung über sich und sie betrügen sich natürlich offensichtlich selbst. Der Erfinder dieser Definition oder der Gedankenvater dieser Definition sagt außerdem, dass sehr indirektes Vorgehen, sehr Pick-up-mäßiges Vorgehen, sehr technisches Vorgehen auch zu einem gewissen Grad bedürftig ist, weil du eben versuchst, durch diese Techniken keine Ablehnung zu bekommen oder länger im Gespräch zu bleiben. Du versuchst, deine eigentlichen Absichten zu verstecken. Und da sind wir wieder bei dem Bedürftigkeitsding. Deine Absicht ist, diese Frau gefällt dir, du willst mit dieser Frau schlafen, diese Frau findest du sexuell attraktiv. Aber du willst sie ja nicht verscheuchen mit deinem Desire, mit deinem Verlangen nach ihr. Und deswegen tust du so, als ob irgendwas anderes wäre und fragst sie, wo man denn hier einen Kaffee trinken gehen kann oder wo denn hier der Weg zum nächsten Starbucks ist. So, und in diesem Fall bist du ebenfalls bedürftig, denn du möchtest nicht, dass das, was eigentlich wirklich wahr ist bei dir, nämlich dass du sie geil findest, du möchtest nicht, dass sie das verschreckt. Also du hast Angst davor, dass sie dich ablehnen könnte, wenn sie herausfindet, dass du sie magst. Und deswegen tust du so, als ob es nicht so wäre und tust auf extra cool. Ja, das heißt, wenn du
ständig im Umgang mit Frauen das Gefühl hast, du spielst einen Charakter, du spielst extra cool oder extra, oh, ich bin unerreichbar, oh, ich bin so cool oder na, jetzt hat sie mir zurückgeschrieben, aber jetzt lasse ich sie erstmal 2 Wochen warten. All das sind bedürftige Verhaltensweisen, die bei Frauen negativ ankommen. Denn wie gesagt, ein bedürftiger Mensch, und deswegen ist es unattraktiv, ist ein Follower, also jemand, der folgt, nicht jemand, der führt. Ein bedürftiger Mensch ist ein Mensch, auf den man sich nicht verlassen kann, denn wenn du weißt, dieser Mensch passt sich jeder möglichen Form an, also dieser Mensch verändert sich immer genau dahin, wohin er sich verändern muss, um gerade so mit der Person gut auszukommen, dann kannst du diesem Menschen logischerweise nicht vertrauen, denn dann wird er wahrscheinlich alles sagen, um das zu bekommen, was er von dir möchte. Das heißt, er wird sich immer anpassen und du kannst nicht vertrauen. Also ist ja klar, wenn ich dir vertrauen kann, heißt das, dass ich weiß, okay, du wirst so und so handeln. Ich kann dir vertrauen. Aber jemand, der bedürftig ist, der wird sich immer anpassen, wird seine Persönlichkeit anpassen an andere Leute, damit er sie ihnen recht machen kann. Ja, damit er ja keinen Ärger bekommt. Und das Problematische mit Bedürftigkeit ist auch, dass viele Männer denken, sie wären nicht bedürftig oder bei ihnen wäre das nicht so. Und in meiner Arbeit mit den Männern, die ich coache, die ich begleite, aber auch den Männern hier euch im YouTube-Kommentarbereich, sehe ich das öfter mal wieder einfach klassische Bedürftigkeitsverhaltensweisen. Und auch ich habe das noch zum Teil. Von daher, sei dir sicher, du hast da sicherlich auch was von und überprüf einfach mal dein eigenes Verhalten darauf, ob das noch so ist. Also Männer, die zum Beispiel nicht bedürftig sind, das sind Männer, die auf Frauen zugehen und wirklich auch mal eiskalt in der Lage sind, sozusagen den Schwanz auf den Tisch zu packen und mal wirklich zu sagen, boom, so ist es, so sieht's aus, du bist geil, let's go, ich will dich kennenlernen. So, also die sich wirklich trauen, auch mal polarisierend zu sein. Also auch mal zu riskieren, dass die Frau dir eine harte Ablehnung gibt oder dass die Frau empört ist darüber, dass du deine Sexualität so offen zeigst. Natürlich sollst du sie nicht sexuell belästigen oder irgendeinen sexuellen dämlichen Spruch bringen, wie, hey, willst du ficken oder so? Das meine ich überhaupt nicht. Aber deine Sexualität sehr offen zu zeigen, kann halt dazu führen, dass du abgelehnt wirst von Frauen. Ja, das kann dazu führen, dass die Frau sagt, boah, was ist das denn für ein Idiot? Auf den habe ich keinen Bock. Es kann aber auch dazu führen, dass eine Frau sagt, wow, krass, ich bin beeindruckt davon, wie wenig bedürftig dieser Mann ist. Und allein diese Tatsache macht ihn für mich sexuell anziehend. Das heißt, wenn du aufhörst, bedürftig zu sein und mehr polarisierst, dann wirst du mehr Frauen kennenlernen, die dich blöd finden. Du wirst mehr Frauen kennenlernen, die dich super Hammer finden, aber immer weniger hier im Mittelbereich. Und die meisten Männer machen eben Folgendes. Sie machen so, sie verhalten sich nett, sie verhalten sich politisch korrekt, immer nett sein, immer hihihi, immer sich anpassen und ziehen halt nur diese Frauen hier im mittleren Bereich an. Ja? Und die Frauen sagen dann von diesen Männern, ja, der ist ganz nett, das ist ein ganz netter Mann, ja, der ist ganz cool. Aber die sagen halt nicht, wow, das ist wirklich ein beeindruckter Mann, der mich inspiriert. Und die sagen auch nicht, boah, das ist ein Mann, den ich überhaupt nicht leiden kann. Da kommt auch die Schwierigkeit mit dem Nicht-Bedürftig-Sein, denn Bedürftig-Sein ist halt einfacher, wenn du bedürftig bist, dann kritisieren dich die Leute eben nicht, dann kriegst du nicht so viel Widerstand, aber du kriegst auch eben nicht diese positiven Polarisierungsreaktionen hier auf der anderen Seite des Extrems. Und wenn wir jetzt mal dazu kommen, wie man weniger bedürftig sein kann, dann habe ich da gerade schon ein paar Dinge zugesagt. Die erste, das habe ich gerade schon gesagt, ist, dass du einfach versuchst, mal mehr zu polarisieren. Pack einfach mal mehr deine Eier auf den Tisch. Wenn du bis jetzt immer Frauen nur indirekt angesprochen hast, dann sprech sie mal direkt an. Wenn du bisher nur Frauen situativ angesprochen hast, was eine gute Art ist, Frauen anzusprechen, dann fang mal an, Frauen direkt anzusprechen und schau mal, was passiert. Und was wahrscheinlich passiert, wenn du jetzt Frauen direkt ansprichst, ist, dass du erstmal schlechtere Ergebnisse bekommst. Und das ist auch so eine Sache, die dieses nicht mehr bedürftig sein, schwierig macht. Denn am Anfang wird dir das natürlich schwerfallen. Es wird dir schwerfallen, am Anfang wirklich die Eier auf den Tisch zu legen und vollkommen du selbst zu sein. Das wird dir enorm schwerfallen. Und du wirst schlechtere Ergebnisse bekommen und dann wirst du dazu tendieren, wieder damit aufzuhören und wieder was anderes zu machen, wieder Taktiken zu benutzen. Bis du wieder an den Punkt kommst und merkst, das funktioniert so richtig, dann bist du wieder ein bisschen offener, aber hast nicht das Durchhaltevermögen, weil du nämlich abhängig bist von der guten Reaktion der anderen Person auf dich. Und solange du abhängig bist von der guten Reaktion der Frau auf dich, bist du, was Erfolg mit Frauen angeht, verloren. Du bist verloren. Du musst an den Punkt kommen, dass dir die Meinung einer Frau viel weniger wichtig ist als deine eigene Meinung. Und warum sollte das so sein? Eigentlich ist es ganz logisch. Du lebst ja mit dir selbst, du musst jeden Tag mit dir selbst leben, aber jede Frau, die dich auf deinem Lebensweg begleitet, begleitet dich meist nicht für ewig. Selbst deine Ehefrau begleitet dich
höchstens mal, weiß nicht, 40, 50 Jahre. Wenn du dann 80 wirst, dann sind das immer noch 30 Jahre, in denen du selbst dich mehr begleitest, als dein Ehefrau dich begleitet. Deswegen sollte deine Meinung von dir selbst dir immer wichtiger sein. Wenn du merkst, du müsstest dich verstellen, um es einer Frau recht zu machen, dann mach es nicht. Sei stark und verlier die Frau lieber, als es ihr recht zu machen. Leb lieber mal, und das habe ich gemacht, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, leb lieber mal eine ganz lange Zeit ohne Frauen, anstatt dich für Frauen zu verstellen. Und das ist am Anfang schwierig, so, das ist am Anfang was, was du nicht machen willst, aber am Ende ist es das, was dir enormen Erfolg mit Frauen bringen kann, nämlich den Erfolg mit Frauen, den du eigentlich immer haben wolltest. Das erstmal zu diesem Video. Im zweiten Teil, der am Samstag kommt, möchte ich dann genauer auf das Thema Angst eingehen und wie alle deine Ängste im Umgang mit Frauen im Zusammenhang mit deiner Bedürftigkeit stehen. Und im zweiten Teil verrate ich dir auch nochmal ein paar Spezialtricks, um deine Bedürftigkeit loszuwerden, um gegen deine Bedürftigkeit anzukämpfen und auf Dauer noch erfolgreicher mit Frauen zu sein. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Hier unter mir findest du ein E-Book, in dem ich dir 3 einfache Tipps gebe, um deine Bedürftigkeit loszuwerden. Das kannst du dir unter mir runterladen. Hier neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unten rechts in der Ecke geht es zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau da unbedingt mal vorbei. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.